Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge in die Sims 4. So, ja, viel ist nicht passiert. Ich habe es jetzt einfach schlafen lassen. Der junge Silas hat sich schon um das Baby gekümmert nach dem Aufstehen. Dann wird halt erstmal gegessen. Irgendwas ist da kaputt, da glitzert was. Ich glaube, der Lautsprecher. Ach Mann, alles geht immer kaputt hier. So, du bist dann eigentlich auch schon wach. Warum musst du aufs Klo? Ich hab doch... Kann ja gar nicht sein. Okay, dann gehst halt mal kurz aufs Klo. Muss halt auch mal sein. Dann essen wir natürlich auch ein Obstsalat. Ja, der ist kaputt. Komm, das ersetze ich jetzt mal. Ich komme da, glaube ich, eh nicht hin, ohne alles wegzutun. Na. Meine Stimme. Was denn jetzt? Was hast denn du jetzt wieder für ein Problem? Und wieder in eine Phase eintreten. Ach du Scheiße. Ihr seid ja schon wach. Hey. Hi. Cool. Okay, dann solltest du vielleicht hier schon mal Essen geben. Erstmal ihn, und zwar Apfelmus. Und sie musste dann mal baden. Aber jetzt geben wir erstmal Apfelmus. Gucken, wie oft das wieder weggeht. Ja. Schon einmal. Achso, nee, hat schon. Sie hat das schon hingestellt. Jetzt ist da auch was kaputt gegangen. Ach, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich will es aber nicht reparieren. Ich habe Geld. Ja, reparieren, nicht ersetzen, wie ich am Geld. Wie viel kostet das hier? Nee, die ist zu teuer. Aber ich muss reparieren, sonst kann ich die kleine Maus nicht duschen. Och, es ist doch... Ja, ja. Ich mach ja schon. So. Du musst doch in die Schule... Oh, du musst nicht in die Schule, weil es ist Wochenende. Hey, cool, dann kannst du... Lass mal da hinlegen. Dann kannst du Schaumbad baden. Und zwar Violetta. Kommt es mir jetzt wurscht? Ich habe genug Teile. Was machst du da? Ein Gericht nehmen. Na, pfui Teufel. Gibt's keine Sauerteigbraut. Mann, ey, die schreit jetzt immer noch. Was hast denn du gemacht? Du solltest sie pflegen. Das ist doch zumindest, das ist nervend aufreibend. Ehrlich. Voll der Wurm heute drin hier. Okay, also, ja, du musst raus. Das krieg mal hin. Du hast gegessen, du brauchst dann ein bisschen Achtsamkeit. Du hast geduscht und kriegst dann was zu essen. Essen geben, Violetta, Apfelmus. Du gehst dann ein bisschen raus. Du gehst raus. Und zwar rutschen. Fertig. Du sollst kein Sauerteigbrot essen. Lass ihn mal raus. Weg damit, du musst abnehmen. Warum war da jetzt Stopp? Komm, Violetta. Gut, er rutscht. Sie muss essen. Du musst auch essen. Und zwar ein Obstsalat. Setz sie da jetzt hin. Sonst werde ich echt sauer. Ich werde echt sauer. Oh, Fantasie, ja. Können wir noch wegen üben? So. Geht's dir denn sonst mit der Achtsamkeit? Es geht eigentlich. Wir müssen jetzt um Rat gebeten werden. Oh oh. Ach, das wieder.
Ah, alle mögen dich, mache ich jetzt mal. Verantwortung. Kannst du mal mit dem kleinen Frecker ein bisschen mit Puppen spielen? Die Tantiemen. Hohoho, 123.000. Was stinkt hier denn? Oh, muss wieder putzen. Ja, da. Schreit schon wieder. Schreien die schon wieder. Schreien die schon wieder. So, ich gucke jetzt echt akribisch drauf, wie viel du isst. Okay, ein bisschen noch. Ja, voll lecker, ne? Ja. Ich hab's halt drauf hier. Gut, fertig. Weg damit. Was machst du jetzt? Du sollst doch hier ein bisschen spielen. Macht mal das, echt? So, rauslassen. Und dann gehen wir mal hoch, weil, ne? Oh, es nervt. Es nervt. Okay, was musst du noch machen? Was machst du denn da? Was macht die da? Tanzen. Ach ja. Zu was? Bewegung, okay. Da können wir aber wirklich ein bisschen herumlaufen. So, deine Achtsamkeit müsste jetzt steigen wieder. Und dann könnte ich dich danach auch gleich mal baden. Janis. Okay, dann können wir hier draußen endlich mal weiterschreiben. Es geschah in der Nacht. Tada! Oh, schön, dass er sich auch mal wegen drum kümmert. Meine hübschen Alien-Kinderlies. Oh. Und jetzt? Genug gebalgt. Aufhören, ich habe genug von der Rauferei. Rauferei? Was für eine Rauferei. Oh, hier ist dreckig. Könntest du dann mal sauber machen? Schön, da fertig mit rumlaufen. Oh. Mach mal weiter, So, wir schreiben hier fest an unserem Büchlein. Sehr gut, oh, wie hier die Sonne reinscheint. Ist so schön. Ist das nicht schön gemacht? Euch geht's noch gut. Ich muss heute aber auch wieder joggen gehen, darf ich nicht vergessen. Ja, immer nur ein bisschen schreiben, ne? Immer nur ein bisschen. Okay, schön. Was machst du denn jetzt? Du tust auch noch ein bisschen Fantasie. Komm, wir spielen noch ein bisschen mit Puppen. Hallo? Würden Sie Ihren kleinen Puppöchen da mal wegbewegen? Hallo? Och Leute, was ist denn hier los? Geh da hin. Hallo? Ach, dann halt nicht. Was machst du denn jetzt? Zuschauen. Warum willst du zuschauen? Du musst Kommunikation. So. Du musst Fantasie. Jetzt geht's doch. Oh. Und du? Machst du Hausaufgaben? Okay, das ist doch mal was. Ha, das können wir doch mal machen. So. Also. Ach, schön, was wir schon alles Level 10 haben. DJ Mixen habe ich irgendwie erst 1. Backen schon Level 4. Fitness fast Level 7, Geschicklichkeit geht's auf die 10 zu. Logik OW, Mixen OW, Schelm OW, Singen oh Gott. Naja. Okay, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Spaß, dann höre ich jetzt mal auf. Und Spiel, Blickblock. Hat die
Comedy-Fähigkeit erworben? Okay. Warum denn nicht? So, damit haben wir es geschafft. Dann schreiben wir mal weiter. Ich dachte, du wolltest Hausaufgaben beenden. Hallo. Oh. Wo ist denn jetzt dein Heft? Oh Mann, ey. Muss mir immer an. Was ist denn? Ja, ja, freilich. Wird da rangegangen. Da können wir doch mal ein wenig plaudern. So. Ich spule jetzt mal kurz ein bisschen vor. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sie denkt immer an ihre Kinder. Das ist der Wahnsinn. So, oder nein? Dachte jetzt schon, manieren, manieren, manieren. Mach mal hier, komm. Da muss jemand auf Pippi. Töpfchen gehen. Schreit jemand. Komm, super effiziente Babypflege. Da ging es bergab. Da ging es gerade ein bisschen bergab. So, können wir jetzt weiterschreiben? Ich will dieses Buch fertig kriegen. Kommunikation 3. Dann könntest du... Weiß ich nicht. Was machen wir denn mit dir? Du musst dann auch auf Klo. Bis dahin kannst du aber noch ein bisschen rumlaufen. Rumlaufen. Was mit dir? Hast das Buch jetzt fertig? Zuschauen. Dann gehen wir gleich mal raus und geben es in die Welt. Hä? Och Mensch, Leute, ich habe gesagt, du sollst das Buch fertig schreiben. Was soll denn das? Mach doch mal, was ich dir sag. Bitte. Dam, 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 dam. Wie lange brauchst du noch? Immer noch Fantasie. Och, alter Mann, ey. Hä? Warum? Ich hab doch noch gar nichts gemacht und verlag dann eben. Es geschah in der Nacht. Bitte auf Töpfchen. Du hast Hunger? Öffnen. Gibt's einen Salat, bitte? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nee, hast du nicht. Ist das anstrengend. Warum tun die denn nicht das, was ich sage? Manu, hast du es veröffentlicht? Danke. Du gehst jetzt joggen. Das hast du dir verdient. Los. So, du hast noch keinen Hunger. Du bist gerade auf Klo. Und musst dann bewegen und denken. Bewegen und denken. Bewegen und denken. Bewegen. Ich glaube, da könnten wir fast am Sonntag wieder Geburtstage feiern, oder? So. Mein Teller. Kannst du jetzt mal weitermachen, danke. So. Du warst jetzt auf Klo, das finde ich formidabel. Oh, du bist müde. Ernsthaft, seid ihr schon wieder müde? Oh, nee. Es ist doch einfach nicht, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr, bitte.
Nee, Bewegung hast du schon drei, ne? Na, dann denk mal ein wenig. So, Silas hat jetzt endlich seine Hausaufgaben fertig. Ich werd verrückt. Wahnsinn. Kannst hier gleich mal nachfüllen. Hallo? Komm, bevor die Vögel nichts mehr zu essen haben. Was ist jetzt mit dir? Was machst du? Nö, du machst es sauber. Und dann gibst du hier Essen. Erstmal an Jannis. Käsecracker. Du sollst tanzen. Damit du irgendwas lernst. Oh. Ob ich zu ihm rüberkommen möchte. Eigentlich ja schon, aber ich kann doch hier nicht weg. Du kriegst auch dasselbe. Ja, es gibt laute Musik. Mein Gott, jetzt ist okay. Wer platzt das Trommelfell? So eine Scheiße. Erzähl mal eine Geschichte. Und dann geht's ins Bett. Ja. Oh, Level 3 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Yes. Das heißt, ihn ins Bett bringen. Was ist denn daran so schwer? Los. Hey, schau mal an, wer da zu Besuch kommt. Hi. Hereinbitten natürlich. So. Ja, ich mache ja schon. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Es ist echt langsam, echt ein bisschen viel, muss ich sagen, leider. Du bitte ins Bett bringen. Dum, 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 dum. Wer schreit hier denn schon wieder wie am Spieß? Oh, langsam wird's echt stressig. Aber wenn ich jetzt noch mehr Kleinkinder hätte, würde ich durchdrehen, ne? Och, was ist denn? Geh weg. Geh weg. Darf ich jetzt bitte was essen? In Ruhe. Öffnen. Salat. Danke. Das ist aber nett. Und dieses andere schmeiße ich jetzt mal weg, weil das ist ja, das ist halt nur drin, weil es drin ist. Das brauche ich nicht mehr. Ach, was ist denn, Herrgott? Schlafen. Hallo? Schlafen? Schlafen. Was ist denn? Ich verstehe es manchmal echt nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt los? Wieder der Wurm drin.
du musst dringend mal aufs Klo. Sollten wir mal tun. Und dann kannst du dich hier unterhalten. Mit deinem Brüderchen. So, du bist schon wieder satt. Das ist gut. Reicht. Ey, lass es. Das ist meins. Hallo. Hallo. So. Nee, 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 nee. Komm. Du tust was. Joggen geht's. Joggen, joggen. Es wird schon langsam, Leute. Das können wir mal einstecken. Forney Fatoza Bab, Finocho. So, unterhalte ich mal mit Paul. Mit Selfie-Prahlen. Familienrat geben. Das können wir echt mal machen. Should be Brange. Brange. We're gonna tell. Und peinliches Kindheitserlebnis hervorrufen. Was? Neeb! Neeb! Geheimhandschlag. Zeig mal euren Geheimhandschlag. Was ist das eigentlich für ein geiles T-Shirt, oder? Ja, toll. Okay. Vampirlebensstil loben. Selfie-Prahlen. Ja, Lieblingsvideospiel schwärmen. Ich habe ja so viel. Und wieder da? Dann gehst du gleich nochmal. Halt. Gehst gleich nochmal. Du hast hier noch nicht, weißt du? Wisst ihr Bescheid. Tumba Krimbau. Okay, ja, wir gehen ins Bett, hast recht. Es ist okay. Ja, komm. So, Jess, nee, du schaust doch schon wieder etwas besser aus, aber es dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir hier wieder eine optimale Figur haben. Aber schau, schon viel besser geworden. Ja, was ein bisschen Sport und Essen ausmacht. Aber wenn wir es jetzt haben, muss unsere Jess auch ins Bett. Dann war es das nämlich von der heutigen Folge schon wieder. Aber morgen geht es ja schon wieder weiter. Also nicht traurig sein. Ach, du bist ja eine süße Maus. Aber jetzt schreit ein Kind. Okay, dann ist es doch noch nicht vorbei. Das schreit wieder, Kleiner. Hallo? Super effiziente Babypflege, bitte. Und danach geht's ins Bett. Und Paul wird ja dann auch gleich gehen. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch, wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit der 100 Baby Challenge. Die machen mich fertig, die Kleinen. Aber ich finde, ich muss mir noch ein bisschen Zeit lassen bis zum nächsten Kind. Es sind jetzt 25. Dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ich lege jetzt alle schon schlafen. Dann sehen wir uns auch hier am nächsten Tag wieder. Also dann, tschüss!